Ich heiße Jeanne Claret. Ich bin Architektin. Haben Sie sich verlaufen? Das ist mein Kollege. Ein Becher Kräutertee, ein Zäpfchen und dann hopp an die Arbeit, verstanden? Und das sind meine super tolle Nachbarin Marcel und natürlich meine beiden Engel und der passende Vater dazu. Ich habe jemanden kennengelernt. Bis jetzt. Sie ist schwanger. Ich werde dir die Kinder vorstellen. Was? Wir nehmen uns einen Anwalt. Ich will das gemeinsame Sorgerecht, Jeanne. Pardon, ich verstehe nicht. Ich. Mein Vater hatte recht. Ohne Schwanz bist du gar nichts. Lass mich allein. Es ist gestern Morgen ganz plötzlich aufgetreten. Und außerdem tut es jetzt weh. Ich glaube, ich habe einen Penis. So ein Quatsch. Eine Katastrophe. Jetzt machen Sie mir aber Angst. Jetzt bloß keine Panik. Ich bin sehr zuversichtlich. Das ist ekelhaft. Ich will ihn loswerden. Nimm ihn doch ab. Ah, mach das weg! Eine Mutter mit Schwanz, das ist immerhin sehr peinlich. Bitte nicht so vulgär, Jeanne. Welche Frau würde nicht wissen wollen, wie sich das anfühlt? Ich verzichte. Stürz dich runter. Ich wette, du kannst fliegen. Sie stehen jetzt auf, geben sich die Hand und sie werden zusammenarbeiten. Oh, pardon. So ein blödes Arschloch! Im Augenblick verhält sie sich ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Ja! Verraten Sie mir Ihre Tricks bei den Frauen? Ich meine, wie kriegen Sie sie rum? Müssen die denn so enge Outfits tragen, Marcel? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, du bist kein Mann. Jeanne, die ist super. Frauen kommen immer zurück. Sie haben keine Angst, verstehst du? Alles wird wieder gut. Sicher, Dr. Pace? Sie wirken äußerst ratlos auf mich. Ach was? Ganz und gar nicht. Ich komme gleich.